John. Zulu-Wan, Zulu-Wan, hier ist Bienenstock. Sie haben freies Licht. Sie haben grünes Licht. Freies Licht. Ja, und damit herzlich willkommen zu der zweiten geilen BF3-Runde, wa? Ja, aber mit einem herzlichen Licht, Junge. Ja, direkt ins Geschehen rein hier. Diesmal auch alle in einem Squad, wie ich das gehört. Schöne Runde Rush. Da ist doch irgendwo einer, Torben. Da oben ist einer. Hat sich da versteckt. Lol. Hab einen. Alter, sind hier viele! Alter, aber meine Lady reißt noch was, pass auf. 95% hab ich abgezogen. Oh, doch. Auf der A-Seite sind die. Dachte ich, Spawner ist chilling, noch einmal bin ich mitten im Geschehen, ey. Ja, wenn jemand mit C4 mitnimmt, dann hat er einen Multikill, wenn er die Wand sprengt. Das ist ja zum Beispiel bei BF4 geiler, ne? Dass man immer die Sicht noch von dem anderen sehen kann. Junge, ich räum mit der A-91 schnell rein. C4, C4, Granaten, alles rein spammen. Spawnbacke? Die sind direkt an der Mauer, ey. Ja, ich hab da zwei weggeholt. Keiner beabsichtigt, eine Mauer zu errichten. Ich komme über die Mauer nicht rüber. Ach, komm schon. Niemand beabsichtigt eine Mauer. Der Jeep, der Jeep kommt rein, der Jeep kommt rein. Ja, YOLO. Ich krieg Scope alle. Boah, wo kommt der denn jetzt wieder her? Du kannst an der Seite durch die Tür ballern, wenn die raus ist. Ach, scheiße. Ah, jetzt bei A. Oh Gott, wir sind hinter dem A-Gebäude. Die kommen gerade hinten rum. Geil, das außer mit dem Auto. Alles okay, alles okay. Ich bin ja da. Keine Sorge, meine Lehrlinge. Sag mal im, Oh, was ist hier los? Das ist Spawn. Alter, hier ist alles voll. Ist klar einfach nur, ne? Ich vernehme das Senken von Energieschilden. Sagt mal eben, was haltet ihr denn so, oder besonders du, Lalouche, von Battlefield 4? Jetzt wo das circa, wie lange ist es raus? Zwei Wochen? Drei Wochen? Ja. Eine Woche? Ja. Ne, zwei Wochen, oder? Ja, zwei Wochen. Komplett. Schwierig, schwierig. Also ist ja jetzt die 360-Fassung, ne? Momentan. Also ich muss sagen, die Grafik sackt. Gameplay-technisch macht's richtig Fun. Viele geile Verbesserungen, also so deine Fertigkeiten, also Kleinigkeiten, die in Battlefield 3 ein bisschen gestört haben, haben sich deutlich verbessert. Okay. Man kann sagen, eigentlich besser als Battlefield 3. Nur halt Grafik, ne, ist halt jetzt noch zu bemängeln, aber ich hoffe mal, dass es sich dann zusammen mit den fetten Servern dann bei der Xbox One ändert. Oder müsste es sich eigentlich ändern und dann wird das, glaube ich, ein richtig hammergeiles Spiel. Das macht jetzt schon richtig Spaß. Hört sich ja nicht schlecht an, aber ich glaube, ich werde mir es nicht jetzt noch für die 360 holen, weil das lohnt sich ehrlich gesagt nicht wirklich. Jetzt ja, lohnt sich schon lange nicht mehr. Ich habe euch ja schon zwei Wochen lang bearbeitet, aber nein. Dann könnten wir jetzt schon Battlefield 4 aufnehmen und dann aktuell für unsere Abonnenten sein, ja? Denkt mal an die Abonnenten da draußen, nicht immer an euch selbst, ja? Also wirklich. Boah, scheiße, ey. Ja, sehr schön wieder mit dem, danke. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ja genau, apropos, wo du es gerade sagst, bessere Grafik auf der Xbox One. Torben, du willst doch die Xbox One direkt am ersten Tag holen. Ja, hätte ich vor. Leider können wir ja noch nicht aufnehmen, es gibt da noch keine Möglichkeiten. Und leider können wir keinen 3DS aufnehmen, wo ich da jetzt gerade dran denke. Weil ich mir ja selbstverständlich die geile neue Pokémon-Edition zugelegt habe, aber ja, die kann ich erstmal noch für mich spielen. Oh, ja, Pokémon! Das habe ich mir ja schon fast gedacht, deswegen wollte ich mir ja taktisch klug die One schon mal vorher besorgen, damit ich ein bisschen einzocken kann, damit ich mich nicht von Anfang an blamiere. Du blamierst dich doch eh. So, das ist deswegen muss ich ja, genau. Deswegen muss ich ja vorarbeiten, ne? Also das ist ja... Aber dann erwarten wir ja richtig. Das steckt ein tieferer. Ja, es steckt ein tieferer Sinn. Ja, das verrate ich vielleicht dann, wenn es so weit ist. Wo ist denn der SS-Volkswagen hin? Ich vermisse ihn. Aua. Der war letzte Woche dabei, ne? Ja, der SS-Volkswagen, das ist. Oh Gott, wie viel sind denn da? Warte, ich treff keinen. Hol dich! Ich treff keinen Schuss. Wer holt mich? Hol mich! Nein. Ah, wo bist du? Ah, da, scheiße. Spät. Zu spät. Oh, ich glaube, das Haus wollen die hier zum Einsturz bringen, kann das sein? Reiß die Grundmauern nieder. Achtung, Ladung wurde entschärft. Over.
Irgendwie spiele ich gerade überhaupt nicht auf Rush, weil ich so selten Rush spiele. Verteidige gar nicht, versuche nur Kills zu kriegen. Ja, eigentlich am liebsten immer Rush, weil da immer dem Einzel Action abgeht, aber das ändert sich ja mit dem fetten Servern dann. Wieso? Aber ich muss sagen, ich komme jetzt auf eine Map. Also eine. Hä? Eroberung geht dann nicht ab, aber auf der Xbox. Wieso geht da nicht Eroberung? Oh verdammt, sind da viele Sunnies. Aber eins muss ich sagen, auf der einen Map Operation. Operation Sprint, ne? Bei der B, also bei Battlefield 4, ne? Kann ich mir gar nicht vorstellen mit 64 Mann, ey, das muss total. Das ist dann nur noch Granaten-Spam. Da hast du recht. Übelstes Verplan. Das kann man dann wahrscheinlich dann gar nicht mehr machen. Ja, da glaub. Ja. Das ist wahrscheinlich richtig eklig, ey. Das ist halt wie Operation. Also das ist jetzt nicht wie Operation Meto, schon alles aufgebaut und so weiter, aber. Das ist dann wie Operation Meto auf dem PC mit 64 Mann. Entweder du nimmst ein MG mit seinem Schuss und reichst ein riesen Feed oder du spammst halt mit Granaten. Lalush, kannst du einen Munitionspack werfen? Sicher doch, mein Lord. D4, Granate, Messer, Pistole. Ah, da ja. Hier so. Die kommen wieder, über die rechte Seite kommen wieder welche. Über die rechte Seite kommen wieder welche rein. Rechte Seite? Ja, seht ihr die kurvige Straße? In der Mitte, zwei Stück gespottet. Die Aua! Hier bitte nicht aus Call of Duty. Hey, hier ist dein MW1 war Hammer. Ich mach hier mal einen Bewegungsmelder. Alter, alle sind bei A. Hab ich das gerade gesehen, haben vier Leute aufgeblitzt. Ja. Ich glaub einer legt. Der legt einer. Hab ihn. Ich seh nicht mehr. Ich entschärfe. Refuse jemand von euch? Ich refuse gerade. Hab schon. So, wir haben genau gleichzeitig Punkte. Ich hab ein bisschen früher angefangen, ich hab dann währenddessen auch rumgeballert. In Battlefield 4 bekommt man dafür auch genauso viele Punkte, als würde man eine legen. Das ist natürlich besser, ne? Weißt du noch, ja. Tom, als wir mal EP geboostet haben auf dem 1-Server? Oh ja, oh ja. Tom hat immer gelegt, ich habe immer defused und das dann eine halbe Stunde lang. Oh Gott, ey. Waren wir mal zufällig auf 1-Server und dann... Also alleine meinst du. Wurde gerade von irgendeinem Auto weggeschnetzelt. Ja, ich hab's kampfunfähig gemacht. Ich brauch hier Hilfe! Nice. Da ist jemand wieder bei A im Gebäude. Die sind auf der B-Seite. Gibt noch mehr Ortsangaben. Ja, genau, ey. Weißt du, spawn direkt tot. Und die Ortskurve. Ja, da steht einer bei der Mauer. B. Ah, obwohl, ja, Mauer. Reis baut die Mauer auf, baut die... Hinter dir, Torben. Hab ihn. Danke für die Info. Bei A ist noch jemand. Vorsicht, da läuft einer. Ach, da wollt C4 da hinlegen, dieser Wichser. Geh mal raus aus dem Haus. Kommt jetzt weg. Wie, das kommt jetzt weg? Ab, Chef. Na, das ist doch da. Oben auf dem Dach ist jemand drauf. Lasst Granaten regnen. Geh da runter, Lalush! Geh da runter, das geht kaputt! Ja, chill, alles okay. Ich hatte nur noch den Typ gekillt, die Spawnbarke kaputt gemacht. Und die Welt gerettet. Nur noch kurz die Welt rettet. Oh fuck, jetzt wird's abgehört. Hab ihn! Nochmal gestorben. Zweimal Selbstmord, was geht ab? Totally, bro. Anders kann man halt eine Gottheit nicht umgehen. Oh, scheiß, die waren dann 4%. Oh, da kommt schon wieder ein Auto. Sechs Typen noch, dann haben wir es geschafft. Fünf. Halt das Auto, Peter. Halt den Stand! Dicken Header kassiert. Wir haben da einen so Break. Wenn die liegen jetzt noch A. Das könnte nur der Lusch sein, ey. Was? Ich mach Breakdance, sehr krass. Ja. Yeah. Epic win. Erste Base, so doll verteidigen. Jawoll, MVP, Leute. Nice. Und? Ja, und mit dieser geilen Runde, mit dieser Übermacht mal wieder. Verabschieden wir uns aus dieser Aufnahme, haut rein.